Tag 16 nach der Wahl ist heute und klar ist, wir hatten am Wahlabend einen schweren Tag. Wir haben eine der härtesten Niederlagen hier in Nordrhein-Westfalen einstecken müssen und wir haben die Anzahl der Fraktionsmitglieder halbiert von 29 auf 14. Ich glaube, wir können zusammen sagen, viele hätten wir gerne dabei gehabt und haben da natürlich jetzt eine neue Lage, mit der wir umgehen müssen. So, und für einen Neustart haben wir gestern unseren neuen Vorstand gewählt, auch in einer neuen Struktur, und haben mit diesem neuen Vorstand, den wir Ihnen gleich vorstellen, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden, um hier Schlagkraft als Oppositionspartei, als Oppositionsfraktion zu erreichen. Und unser eigener Anspruch, den wir uns damit jetzt setzen, ist hier, die Oppositionsführerschaft in diesem Landtag zu übernehmen. Wir sind thematisch, strategisch breit aufgestellt und wir haben uns für eine Teamlösung entschieden. Die Teamlösung besteht erstens in der strukturellen Neuaufstellung mit einer Doppelspitze. Strukturfragen sind immer auch Personenfragen. Also wir gehen das Thema nicht grundsätzlich an, sondern wir sehen in dieser Doppelspitze verbunden mit unseren beiden Kandidaturen eben eine Bündelung erstens von Erfahrung in verschiedenen Funktionen. Die Biografien müssen wir jetzt hier nicht vortragen, das sprengt den Raum, die kennen Sie ja alle. Und aber auch den thematischen Zuständigkeiten und den thematischen Erfahrungen. Herr Klocke, vor allen Dingen in den letzten Jahren, sich ja auch einen Namen gemacht als Verkehrspolitiker, Bauen, Wohnen. Damit verbunden wird bei Arndt Klocke dann auch der Bereich Umwelt, Energie, Ökologie verortet sein. Aus meiner Biografie kennen Sie auch, ist natürlich meine politische Biografie bestimmt sich durch die Innen- und Rechtspolitik und hier die gesellschaftspolitischen Themenbereiche Demokratie, die offene Gesellschaft, Rechtsstaat und dieser grobe Themenbereich. Ich denke, wir beide denken, dass wir mit der Zusammenführung dieser Erfahrungen und dieser Kompetenzen hier auch eine Optimierung erreichen können in der Schlagkraft als Oppositionsfraktion. Und ein zweites ist unter dem Aspekt Teammodell zu verstehen, dass wir hier mit fünf, also wir haben ja noch drei weitere im Vorstand, wir hier Erfahrung auf der einen Seite durch unsere Kandidatur und unsere Wahl, aber eben auch die Einbindung in den Vorstand wollen, in die Führung von Personen in unserer Fraktion, die für Perspektive stehen. Und das ist die Verena Schäffer, 30 Jahre, wird die parlamentarische Geschäftsführung übernehmen. Josephine Paul, 35 Jahre, ist als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, wo wir über die Aufgabenteilung auch noch in einem zweiten Teil entscheiden wollen, was da noch zusätzliche Aufgaben auf die Josephine Paul übertragen werden. Und als dritten im Bund Merdat Mostofizadeh. Ich darf mal kurz auf, weil das ja auch immer gerne nachgefragt wird von Thema Verjüngung, habe ich mal gerade noch mal, dein Alter darf ich sagen, Arndt, oder? Ja, ja, das durchaus. Ist also Arndt Klocke im besten Robert-Abeck-Alter mit 46, rundet das ab. Mein Alter kennen Sie, 54. Ich glaube, ich bin 2 Jahre jünger als der. Hast du es ausgerechnet, den Schnitt? Ja, ich habe den Schnitt sogar ausgerechnet. Also 2 Jahre jünger als der wahrscheinlich künftige Ministerpräsident. Kommen wir auf einen Altersschnitt von 42,6 Jahren. Und ich glaube, hier verbinden wir sehr gut Erfahrung und eben auch diejenigen, die hier in dieser Partei für die Perspektive 2022 und danach auch aufgebaut werden. Das ist unser Angebot. Wir haben gleichzeitig, das will ich auch dazu sagen, heute, Abend auch unseren Vorschlag für den Vizepräsidenten benannt. Oliver Keimis ist als versierter, auch von allen breit geschätzter, anerkannter Vizepräsident von der Fraktion einstimmig gewählt, nominiert worden. Also wir wählen ihn ja nicht, das tut der Landtag, deswegen Entschuldigung den Stolperer, wir haben ihn nominiert und werden ihn vorschlagen als Vizepräsidentin am Donnerstag. Ja, und jetzt natürlich, wie wollen wir das machen? Die Zauberformel, den Masterplan.
Der Kollege. Okay, ich bin für den Masterplan verantwortlich. Also ich begrüße Sie natürlich auch herzlich. Wir haben intensiv in der Klausur natürlich die Wahlniederlage nochmal analysiert. Das ist ein herber Einschnitt für den Landesverband. Wir haben ja fast die Hälfte der Stimmen verloren und vor allen Dingen das Wichtige in der Analyse war, dass wir auch in alle Lager verloren haben. Man kann jetzt nicht sagen, sozusagen, dass es in die eine oder andere Richtung gegangen ist, sondern die Aufgabe ist, sich breit aufzustellen als neue Fraktion, auch in Kooperation mit der Partei und entsprechend sowohl was Themen angeht, als auch was Zielgruppen angeht, das möglichst breit anzulegen. Und deswegen haben wir auch diesen Vorschlag für die Spitze entsprechend gewählt. Wir wollen auf jeden Fall ein Stück anders werden. Das ist unser Anspruch. Das soll moderner, frischer, kommunikativer und entsprechend auch vielleicht ein bisschen lockerer werden, als das bisher von Grünen bekannt war. Obwohl wir beide aus Ostwestfalen kommen. Ne? Genau. Ja. Naja, also wir haben, Monika Dücker und mich verbindet etwas, nämlich wir haben ostwestfälische Wurzeln, sind da groß geworden. Und die Ostwestfalen stehen ja ein Stück für so ein bisschen Sprödheit, aber auch für Fleiß und Beständigkeit und sind dann beide im Rheinland gelandet. Wobei deine Anpassung hier weiter fortgeschritten ist. Ja, das stimmt. Ja, ich bin dem Karneval anheimgefallen. Das ist bei dir, glaube ich, noch nicht angekommen. Nicht wirklich. Nein. Gut, aber sozusagen, wir verbinden beide Landesteile miteinander und wollen das auch im Stil deutlich machen, dass es eben auch ein Stück um moderne, frische Grüne geht, die auch einen anderen Auftritt haben, als das vielleicht früher von uns erwartet wurde. Was unseren Umgang mit der möglichen neuen Landesregierung angeht, werden wir eine konstruktive Opposition sein. Das heißt, wir werden uns sehr genau angucken, was die Regierung vorlegt. Wir sind nicht per se auf Ablehnung und Verweigerung aus. Wir werden uns die Themenbereiche durchgucken. Ich habe heute der Presse entnommen, dass man auch in den Koalitionsverhandlungen über Radschnellwege spricht. Das finde ich erstmal, ich meine, das ist ja auch ein ganz modernes Verkehrsprojekt. Das sollte man auf jeden Fall thematisieren, aber wenn da irgendwas vorgelegt wird, wo wir sagen können, da kann man mitgehen und das sind nicht nur irgendwelche Alibi-Geschichten, dann kann man das auch unterstützen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die bisherigen Informationen angucke, beispielsweise im Bereich Hochschulpolitik, ich war ja auch die letzten 7 Jahre Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses und werde auch in der neuen Fraktion den Bereich Hochschule mitbearbeiten, was die Frage beispielsweise der Wiedereinführung von Studiengebühren angeht, so sind wir ganz klar, also sehr klar in der Aufstellung, dass wir das ablehnen werden. Für uns ist die soziale Frage weiterhin eine wichtige. Es ist bis heute so, dass es nur knapp 25% von jungen Leuten aus Arbeitnehmer- oder Arbeiterfamilien an die Hochschulen schaffen und über 80% mit bildungsbürgerlichem Hintergrund, und Studiengebühren sind eine soziale Hemmschwelle im Einstieg in das Bildungs- und Hochschulsystem, und das wird von grüner Seite weiterhin glasklar abgelehnt. Wir haben das als einen wichtigen Erfolg verbucht, dass wir nicht nur die Gebühren abgeschafft haben in der letzten Wahlperiode, sondern sie auch kompensiert haben. Und wenn diese neue Landesregierung, also sollte sich der FDP-Teil der Landesregierung durchsetzen und sich für wie auch immer nachgelagerte oder direkte Studiengebühren, oder man lässt es den Hochschulen offen, aber dann machen es ja doch alle, so werden wir das glasklar bekämpfen und da auch Bündnisse suchen, natürlich mit den Studierenden, mit Gewerkschaften etc., die auch das entsprechend ablehnen werden. Ja, das so viel von meiner Seite, also sowohl was Aufstellung und Themen angeht. Wir sind natürlich gespannt und werden intensiv beobachten, was diese Koalitionsverhandlungen ergeben, und das dann entsprechend zeitnah auch kommentieren und auch mit Ihnen entsprechend diskutieren und Ihnen auch vorlegen.